Hallo ihr Lieben, heute kommen wieder drei neue Popcorn-Sorten für euch. Einmal Dark Chocolate, einmal Karamell und einmal Toffee-Karamell. Genau, ich denke mal, das wird jetzt eher so die Sorte sein, wer das letzte Video geguckt hat, das war eher so für die Herzhaften und das wird eher so für die Zucker-Popcorn-Nehmer sein. Ich finde, es bewahrheitet sich, was wir gedacht haben beim Auspacken. Es wird nicht mehr so poppig sein, weil das Gefühl komplett mit Schokolade, mit dicker Schokolade umhüllt ist. Mhm. Es schmeckt nach Schokolade. Es schmeckt nach dunkler Schokolade mit ein bisschen Popcorn-Geschmack dabei. Ja, das Crunchy, was da draufsteht, ist leider nicht erfüllt worden. Nee. Naja. So, wer hat das Original? Schon finde ich eher noch nach Popcorn. Es schmeckt ein bisschen nach diesem Bonchan. Aber sehr lecker. Und jetzt kommen wir zum Toffee-Karamell, wahrscheinlich ähnlich wie die von Werthers. Sind ähnlich wie die in der Mitte, bloß dass ich finde, dass hier ein bisschen mehr der Popcorn-Geschmack deutlicher hervortritt. Und halt mehr, finde ich, nach Toffee. Das würde ich sagen, schmeckt am ehesten nach dem normalen Popcorn. Aber ansonsten wieder das, was draufsteht, danach schmeckt es. Also dementsprechend solltet ihr irgendwo die Werthers Originalbonbons am geilsten finden. Dann wird euch ein Popcorn natürlich, dann wird euch das Popcorn bestimmt sehr gut munden. Und ansonsten natürlich Schokolade oder Toffee.